Hallo und willkommen zurück zu Bioshock. So, ich habe das Ganze jetzt ein wenig... Ja, ein wenig heller gedreht. Und was ich ja noch ein wenig drin wollte... die Lautstärke ein wenig runter. Nicht viel, aber ein wenig. So, damit das nicht allzu laut ist. Ich möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Ja, ist gleich besser. Wieso man sie hier einsperrt? Naja, wo soll man sie sonst einsperren? Und hier liegt gleich voll Geld da. Am Brunnen. Wunderbar. So. Hopp. Ach, da liegt ja was. Was soll denn das? Hm? Ein kleiner leckerer Apfel. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Ja, 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 ja. Alles Klärchen, sag ich da nur. Aha. Hier hat schon wer gewütet, hm? Das Subjekt ist gefährlich. Bitte Quarantäne, Vorschriften befolgen. Aha. Anscheinend lauert hier irgendwas auf uns. Ach, sieh mal an. Der hat sich sein Pin-Up-Girl in den Schrank gehängt. Wozu diese Markierung wohl ist? Naja. Vielleicht erfahren wir das hier gleich. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und... jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Na so, so. Bin ich schon gespannt, was das für ein Vieh sein soll. Hallo? Lieferservice, hier ist Ihre Pizza. Hallo? Mit blauen Bohnen. Was haben wir denn hier für eine Liste? Aha, aha, okay. Ja. Irgendein gegritzt. Was ist das? Aha, Morphologie. Alter 1, 5, 11, 17. Okay, suchen wir mal den Schreibtisch. Ein Müsli. Kaffee, yummy. Okay. 72 Stunden Quarantäne. Okay. So ging das genau. Ist hier jemand? Was stand hier? Nix. Gut. Hallo? Will niemand eine leckere Pizza? Hebel betätigen. Ob das eine gute Idee ist? Nummer 1, 2 und 3. Na, ich schaue mich hier mal um und dann werde ich einfach den Hebel betätigen. Oh, was liegt denn hier? Ah, mal was Gutes rauchen. Dann auch einen Kaffee nach. So, ich würde sagen, wir sind gestärkt und einfach da. Wozu die wohl gut sind? Okay.
hier? Alter 11. Alter 13. Interessant. Hier passiert aber sonst nicht. Na gut, gehen wir mal weiter. Hallo? Das Tor muss immer geschlossen bleiben. Hallo? Wollte hier wer eine Pizza? Was haben wir denn hier? Werkzeuge. Aha. Verdammt, was machen die mit ihr? Naja, das frage ich mich auch. Was macht ihr hier? Hört auf damit. Ah. Hier fahren wir sicher mehr. Mr. Thompson, Sir, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht. Letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherungen nur für den Zip von allein. Ich kann nicht. Oh Gott. Da passiert irgendwas. Was? Na, das hört sich ja nicht gut an, hm? Interessant, die haben da Proben genommen. Blut, Nägel und Haare. Und die Gefäße wurden immer größer. Hm. Ob ich hier rein will? Ach, was soll schon passieren? Hier ist nichts. Aber diesmal setze ich mich nicht auf den Stuhl. Nein, Sir, mache ich nicht. In das dunkle Rote oder in den Hellen? Zuerst ins Helle. Oh, hier läuft ein... Hier lief ein Film. Was ist? Da liegt ein Stuhl im Weg. Was haben wir hier? Mm. Hoppala. Trinken wir mal einen Kaffee. Ja, na dann. Noch eine Cola. Projektor benutzen. Was passiert hier? Scheint ja echt was Besonderes zu sein, das Mädel, hm? Ein Allround-Talent. Na schau, schau. Interessant. Ich gehe da näher ran. So. Schade, dass es keinen Lohn gibt. Tanzt sie auch noch. Was treiben die hier? Hm, das war's auch schon. Na, okay. Dann gucken wir denn diesen dunkleren Raum. Aha. Die beobachten sie. Da sehen wir schon mal, wie sie aussieht. Oh, schreibtisch doch so. Okay. Was macht ein Zuckerwatte hier im Schreibtisch? Naja. Das kann ich nicht benutzen. Radio. Interessant. Okay. Was laufen hier für schräge Experimente? Erfahren wir hier mehr. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache.
Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elisabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elisabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. So sich das anhört, stirbt der Gute. So geht es die Tür auf. Jeder hier. Wo ist meine Waffe? Hallo? Hallo? Zimmerservice? Ein Hebel. Na gut. Drück mal ihn. Interessant. Scheint ja da eine Codeknackerin zu sein. Und Schlösser kann sie anscheinend auch knacken. Aha. Aha, das ist dieses Musikzimmer. Okay, wir kommen näher. Testsubjekt-Tracker aktivieren, okay. Ein kleiner Raum. Müssen wir hin. Okay, suchen wir mal den Umkleideraum. Und wieso habe ich hier keine Waffe mehr? Das stört mich. Habe ich Nahkampf? Auch nicht. Eieieiei. Ja, man, ihr seht schon, es wirkt jetzt ein bisschen heller. Ich wollte es nicht allzu hell machen, damit es noch ein bisschen düster bleibt. Hallo? Mir soll leise sein, wenn das Testobjekt hier ist. Na okay. Es ist sie. Ah, scheint wohl so ein falsches Spiegel zu sein. Sie kann uns nicht sehen. Schnell hinterher. Aha, die Tür ist geschlossen, wenn sie drin ist. Aha. Dining Room ist sie jetzt. Okay. Schnell ihr nach. Wir müssen sie befreien. Lass mich durch. Okay. Sieht aber nicht aus wie der Dining Room, hm? Was zeichnen die da hinten? Wow! Oh! Was ist... Ach du Scheiße. Was immer das war... Das hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Wow, die hat sogar das Glas gesprengt. Hier geht's nicht weiter, ich muss wohl hier gehen. Mhm. Da bin ich ja schon gespannt, was die da so drauf hat. Dieser Job wird immer mieser. Ach, nur so ein Sicherungskasten. Oh. Was passiert hier? Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit,
was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Was ist da los? Interessant. Schnell. Bibliothek. Okay. Bibliothek, dann gehen wir schnell dorthin.